Hallöchen, da bin ich mal wieder. Handy und Kaffee bedeutet ja meistens Frage-Antwort-Video. Diesmal hatte ich mal bei Facebook auf meiner Fanpage gefragt nach Fragen. Leider kamen da nicht so viele zusammen. 7 Stück, glaube ich, sind es genau. Aber vorweg noch mal kurz was in eigener Sache. Und zwar für die Leute, die mich in diversen Sachen nicht finden, sprich Instagram oder irgendwas dergleichen, blende ich euch hier mal ein Bild ein. Und zwar, wenn ihr auf meinen Kanal klickt, unter Kanalinfo seht ihr alle Listen, also alle Links von mir, wo ich drin bin. Da sind Links drin von der Speed Challenge, glaube ich, von meinem Instagram-Account, meiner Fanpage, mein Donate-Button für PayPal, wenn jemand Lust hat, mich irgendwie zu unterstützen. Finanziell geht das da auch. Dann, ja, halt alles, was ihr hier seht auf diesem Screenshot, habe ich euch mal gemacht. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter. So, wie eben schon gesagt, habe ich jetzt mal bei Facebook gefragt gehabt. Leider sind nicht viele Fragen zusammengekommen. 7 Stück, aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt einfach mal. Und zwar, uno momento. Fragen blende ich natürlich wie immer ein. Und zwar, erste Frage von Konstantin Röner. Wirst du für die Jump Challenge besondere Veränderungen an deinem Fahrzeug machen? Nö. Ganz einfacher Grund. Wenn ich teilnehmen werde, also steht hier noch nicht fest, werde ich auf jeden Fall meinen Kyosho nehmen und der ist vom Setup sowieso auf Sprünge ausgelegt, also von den Dämpfern her und so. Von daher muss ich da eigentlich nicht mehr viel machen. Eventuell werde ich ihn ein bisschen anders ritzeln, aber sonst bleibt er so, wie er ist. Dann haben wir die nächste Frage von Benjamin Schönhoff. Wer nicht weiß, wer das ist German Aussie Playground. Was hältst du von diesem Losey RTR-Crawler? Ich glaube, der Glaube neu ist. Wäre da was für mich zum erneuten Reinschnuppern nach dem SCX-10? Der neue Losey-Crawler, das ist der Nightcrawler 2.0, wenn mich jetzt nicht alles hundertprozentig täuscht, falls du den meinst, aber ich denke mal schon. Ja, das ist im Prinzip ein Top-Auto. Den haben sie jetzt viel verändert, haben sie jetzt eigentlich nicht. Er hat jetzt auf jeden Fall noch eine Lightbar, aber vom Grundprinzip ist das ein richtig geiler Crawler. Das ist halt ein richtiger Crawler. Der ist ja so gesehen die abgespeckte Version vom Competition Crawler von Losey, der ja, glaube ich, gar nicht mehr hergestellt wird. Der hat extrem dünne Diff-Gehäuse, was natürlich extrem geil ist, weil der hat ein Schneckengetriebe. Er hat also keine Wellen drin. So gesehen dann auch kein Diff. Ist allgemein komplett nach unten gelegt. Also die Balance von dem Auto und der Schwerpunkt ist perfekt bei diesem Auto. Also da kann man richtig viel draus machen. Kostet, glaube ich, 280 oder 260 € RTR. Mit Spektrumfunke, 35 Turns Motor und ein Regler mit LiPo-Abschaltung, glaube ich. Das Batteriefach ist auch gut. Da passt so ein normaler Hardcase genau rein. Ja, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du richtig crawlen willst, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Also kann ich dir guten Gewissens. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. Guten Gewissens ans Herz legen die Karre.
Machen wir einfach mal weiter. Mike Blank hat sogar zwei Fragen gestellt. Was ist deine Meinung zu den 1 zu 5 und 1 zu 6er Modellen, zum Beispiel HPI Baja, FG Beetle und so weiter? Mit freundlichen Grüßen. Ja, erstmal Grüße zurück. ja, Großmodelle sind eine schöne Sache an und für sich. Sind natürlich auch mit extremen Kosten verbunden, das muss man ganz klar dazu sagen. Wenn da was kaputt geht oder man neue Reifen haben möchte oder irgendwas dergleichen, geht es natürlich dann mehr ins Geld als bei so einem 1 zu 10 oder 1 zu 8er. Das ist natürlich vollkommen logisch. Meine Meinung, meine persönliche Meinung dazu, wenn die brushless sind, wird es natürlich noch teurer, aber sind sie meiner Meinung nach ein bisschen besser. Warum? Ganz einfach, weil nicht jeder hat halt vor der Haustür irgendwie eine Strecke, wo er fahren darf und sowas, wie zum Beispiel jetzt bei mir, wäre es zum Beispiel extrem schwierig, hier mit einem Verbrenner zu fahren, weil ich hier nicht große Flächen habe. Große Flächen schon, aber hier ist alles Naturschutzgebiet, die Wälder. Das heißt, da könnte ich zum Beispiel nie fahren. Bei uns hier im Park, wo ja ein paar Videos von mir entstanden sind, ist es zum Beispiel ebenfalls so, dass da nichts Motorisiertes sein darf, wegen halt Öl und dergleichen. Und hier in den Straßen rumfahren oder irgendwelche Parkplätze große ist schwierig. Also an sich sind die Autos geil, interessieren mich auch wirklich, aber für mich persönlich halt extrem schwierig, gerade als Verbrenner. Dann ist ja natürlich noch die Sache mit dem Transport. Ich meine, so ein Baja oder so ein FG sind ja Riesenautos. Muss man halt sehen, ne? Also für mich persönlich ist es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine Option, so ein großes Auto. Ich bin ja am Hadern, mir ein Brushless 1 zu 5er zu holen. Aber das überlege ich mir noch ernsthaft. Aber wenn, werdet ihr es ja hier sehen. Dann hat der Mike Blank noch eine Frage gestellt, und zwar: Was hältst du von der Sanwa MXV? Meine ist heute angekommen. Ja, eine grundsolide Funke im Prinzip, aber mir ist das zu teuer, diese ganzen Sachen mit Empfängern und sowas. Das ist mir bei Sanwa ein bisschen zu heavy. Wie gesagt, fürs normale Bashen benutze ich ja die CA3P, da gehen GT2-Empfänger ohne Ende. Spektrum hat jetzt auch ein Update rausgebracht, dass man diese Orange-Empfänger von Hobby King nicht mehr fahren kann. Von daher ist GT2-Technik meiner Meinung nach jetzt für normales Bashen die beste Wahl. Also ist eine solide Funke, sieht auch top aus. Mir gefallen die Sanwas allgemein, aber wären mir zu teuer auf Dauer. Meine Meinung. Dann hat gefragt, der Matthias André, wie ist deine Meinung zum Traxxas X-Max? Hatten wir ja im Talk drüber gesprochen, über den X-Max. Ja, ich war am Anfang extrem gehypt, bin ich ganz ehrlich, weil Traxxas versteht es wie keine andere Firma mit ihren Videos, die Leute zu hypen. Ist einfach so, wenn man sich so ein Traxxas-Video anguckt, so ein Werbevideo von denen, die sind so geil gemacht, geil geschnitten, alles in Szene gesetzt, dass man Bock hat auf das Auto. Es sind natürlich viele, ich mag es schon sagen, Innovationen an diesem Auto, die Bock machen, wo man Bock hat, das Ding mal in der Hand zu halten oder. Aber kaufen, ich finde den Kaufpreis extrem krass. Ich meine, wenn der vielleicht mal ein bisschen billiger wird, könnte ich drüber nachdenken, aber zur jetzigen Zeit ist der mir so zu teuer, finde ich. Ich meine, gut, das ist ein Riesenauto. Die Ersatzteile, habe ich ja im Talk schon erwähnt, sind ja relativ günstig. Aber ja, also. Es ist an und für sich ein geiles Auto, macht bestimmt Fun, aber es ist halt mehr oder weniger nur so ein Laune-Auto. Also für mich jetzt persönlich. Wie mit dem E-Max. Ich fahre halt lieber mit dem Kyushu, weil das Teil lässt sich so präzise fahren und geil springen und alles. Und so ein E-Max zum Beispiel ist halt so ein.
so ein Schwein, so ein Really-Monster, was dauernd auf Reels zieht und ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt. Schwierige Frage. Also, ich finde ihn geil auf jeden Fall. Also ich finde den auf jeden Fall cool. Ist ein cooler Schritt von Traxxas. Auch mit den ganzen Sachen, die da so verbaut sind, wird sich zeigen, wie die Karre auf Dauer, was die mitmacht. Ist ja jetzt noch nicht lange auf dem Markt. Mal sehen, was es noch für Kinderkrankheiten hat. Werden wir mal sehen. Dann hat gefragt Max Gell oder Gel, sorry, wenn ich dich falsch ausspreche. Wie findest du den Mini Erevo? Wenn du auf meinem Kanal gehst und oh, viele Videos nach hinten gehst, wirst du sehen, dass ich Mini Erevo hatte. Und zwar, glaube ich, ganze 3 Wochen oder so hatte ich den. Oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Mini Erevo ist an und für sich ein Top Auto oder gut gedacht, sagen wir es mal so, aber die Karre hat einfach zu viel Bums für seine Größe. Also ich habe das Ding ausgepackt, bin draußen gefahren, war das erste Servo kaputt. Also Servo war im Arsch. So. Dann habe ich mir ein Hightech-Servo eingebaut, das passt aber nicht so richtig, weil Traxxas da ziemlich eine Waffel hat, was die Größen von den Servos da angeht. Musste ich da ewig am Chassis dran rumfräsen, bis das dann mal gepasst hat. Dann ja, bin ich das Ding, glaube ich, weiß ich nicht, 3, 4 Mal gefahren auf 2S und auf 3S. Also, es macht Fun, das Teil, aber ne, für mich sind die kleinen Autos irgendwie nichts. Die haben zu viele Schwachstellen. Da geht ziemlich viel kaputt an so einem Mini-Revo. Da muss man extrem viel reinstecken. Und ja, es ist ein ganz geiles Auto, muss ich sagen, aber man muss halt viel dran machen. Jetzt zum Beispiel die Diffs haben auch immer mal Probleme gemacht. Und das, wie gesagt, ich bin das Ding nur 5, 6 Mal gefahren oder so und ich hatte, ich glaube, 5, 6 Defekte. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, hau weg. Das war mir dann irgendwie zu blöd. Und dann hat er noch gefragt, wie findest du den Losi Micro T? Das war auch die letzte Frage. Der Losi Micro T ist ein Stubenauto, sag ich jetzt mal. Ein teures Stubenauto. Ich hatte ja vor einer ganzen Weile mal von X-Side OC so eine Buggies bekommen, die den gleichen Maßstab haben. Nein, die sind sogar noch ein bisschen kleiner, glaube ich. Die kosten 25 €. Und so ein Losi Micro T ist da deutlich, deutlich teurer. Ich meine, Losi Micro T kann man auch schön tunen. Das ist ja alles keine Sache, aber man muss dann sehen, ob sich es lohnt. Weil, wie gesagt, draußen kann man mit so einem Mini-Auto kaum fahren. Das ist mehr oder weniger sinnlos, weil jedes Steinchen wird da ausreichen, um das Auto umzukippen oder nicht mehr drüber zu kommen oder hängen zu bleiben oder was auch immer. Und im Rasenfahren kann man komplett vergessen. Das funktioniert nicht. Ja. Ist eine coole Sache, so ein Auto, ist aber auch wieder so eine Sache, dass es ziemlich teuer ist für die Größe und der Nutzfaktor von dem Auto ist halt ziemlich gering. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich hoffe, ich könnte eure Fragen soweit gut beantworten. Für das nächste Frage-Antwort-Video schreibt ihr bitte unter dieses Video eure Fragen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Mal gucken, wenn das Wetter jetzt so bleibt, wird bestimmt in den nächsten Tagen noch eins kommen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.